Moin, liebe Matt Humans. Mach schon, ziehen wir's durch. Really, auch die Anmod? Okay, ja, tut mir ja leid, wir gehen rein. Gegensprechanlage, hier, wie ist es? Kenn euch nicht. Dex schickt uns. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Sicherheitsgeschützturm 1, Sicherheitsgeschützturm 2. Ja. Könnten wir hacken, müssen wir aber vermutlich nicht, oder? Wir dürfen ja rein. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Ja, gell. Ich bin verdammt gut vorbereitet. Mhm. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Was liegt da? Wie kann ich das nehmen? Was war da drin? Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Gar nicht. Ha. Scheint nur irgendein Drink zu sein, oder? Ich kriege immer ganz kurz eingeblendet, was es ist, und dann ist wieder weg. Was steht da? Ja, okay, dann halt nicht. Ein Militärcluster. Sex hat ihn erwähnt. Ein paar Kisten abgegriffen. Ist wohl etwas eigen. Nicht den ganzen verfickten Alles Laster. Alles Militech. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verchromt. Das kann ja heiter werden. Ihr redet gut durcheinander, Mann. Muchas minas, chica. Mitten in der Stadt? Glauben diese Psychos, wir sind hier im Krieg? Wo bist du denn hin? Was geht hier ab? Ja, wir gucken uns hier schon ein bisschen um, oder? Wäre doch gelacht, wenn nicht. Was ist das hier? Na, seht da mal, ne? Hat sich gelohnt. Real Water, na, ein paar Dinge. Sprühfarbe. Irgendwelche Chips. Noch eine alte Dose. Das nehme ich alles mit. So ist es nämlich, so läuft es nämlich bei mir. Okay. Ich habe echt ein ungutes Gefühl bei der Sache, Jack. Ja, diese Typen sind halt mehr als nur ein paar ungezogene Gören. Aha. Noch mehr Minen. Ernsthaft? Minen. Ich würde gerne mal wissen, wie die Minen aussehen. Sind das da Minen? Lasermine. Okay, ja, gut zu wissen. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Ja. Gelingt aber auch ein bisschen, oder? Was haben wir da alles? Verfügbare Quick Hacks. Ja, ja. Upload-Dauer. Geräte-Quick Hack. Ja, hier ist schon einiges am Start. Jo, hier kann man ja alles und die Welt scannen. Aha. Schaut mal, was ich hier alles scanne, ey. Wow, wow, wow. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Okay. Was für Lemminge. Ich könnte euch alle hacken, wenn ich wollte. Mikrowelle explosiv. Okay, rein da, ha? Ja, schon ein mulmiges Gefühl hier. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Mhm. Also, was wollt ihr? Wir sind für den Flathead hier. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa. Setzen. Okay, Dum-Dum. Du siehst auch gut crazy aus, Mann. Ganz schön viel Cyberware am Start. Na, setzen wir uns mal hin. Jackie, warum? Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aufs verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich.
dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Okay, Jackie, beruhig dich. Setz dich. Aber ich hätte mehr Bock auf Kavalier. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Nein, danke. Ah, was ist das? Was kann die? Es kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Nee, da bin ich nicht dabei. Komm schon, versuch's mal. Nein, danke. Danke, brauche ich nicht. Keine Macht in Drogen, was, Prinzesschen? Ich weiß halt nicht, was drin ist. Ja? Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Okay. Militech wird nicht danach suchen? Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Okay, zeig ihn mir. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ja, ups. Zeig ihn mir. Nee, ich will... Ja, genau. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Klar. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Ja, wir nehmen ihn. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Es gibt Ärger. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick, machen wir einen neuen Deal. Bist du etwa taub? Ich soll echt doppelt zahlen? Komm schon, du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Ich glaube, der will eine Klinge spüren. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Digga, der Arm ist ab. Bekommen wir wenigstens Rabatt? Du ich hast die Eddies für dir. Das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt was hat. Also ist er nicht tot. Nope. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schön grüßen. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Royce, erschießen mir reicht's. Ja, wir gehen da rein, Leute. Wir gehen rein. Ich warte nicht. Ja. Kommt her, ihr Wichser! Mach sie fertig, wie? Gib alles! Du Fotze! Die werden weggeschnitten, Alter. Und zwar das kracht. Ja, so sieht's nämlich aus, ne? Du willst also Beef mit uns. Das kannst gerne haben, Alter. Hier da, wir sind abgeschnitten. Ja, ich hab denen den Arm abgeschnitten, den genau. Kontrollsplitter. Chill mal, erstmal looten. Querschlägerwaffen. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du den Vorteil weise Voraussicht und die Cyberware ballistische Co-Prozessor installiert hast. Crazy? Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, chill mal, wir müssen erstmal looten. Warum checken die NPCs das bis heute nicht? Gebt mir doch ein bisschen Zeit zu looten, ihr müsst nicht immer direkt vorrennen.
Hier, na, wie ist es? Willst du noch auf die Fresse? Kannst gerne haben. Tech-Waffen, Panzerbrechen. Tech-Waffen ermöglichen es dir, besonders durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Crazy. That's so crazy. Ja, nehme ich alles mit. Ich mache euch nackig, ihr Keks. Den nehmen wir auch alles mit. Bot und Steuerung. Jo. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Ja, ja, easy. Wir schneiden da durch. Und jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Jo, chill, ich skill noch schnell. Der Arme. Wir werden erstmal cooler. Ja, und... Oh yeah. Nächster Level Up kriegen wir hier die neue Ebene. Das wird ziemlich cool, glaube ich. Okay. Na, wenn wir schleichen, chillen wir härter. Bewegungstempo und 15% Schadensminderung, wenn wir im Sneak sind. Das ist schon cool. Aber ich würde trotzdem erstmal weiter auf Reflexe gehen. Ich finde, wir haben hier den besseren Baum bis jetzt. Was geht denn hier? Bullet Time. Wenn die Zeit verlangsamt ist, verbraucht umgelenkte Kugel keine Ausdauer und die Kugel treffen Gegner automatisch mit kritischem Schaden. Okay, und wann ist die Zeit verlangsamt? Das steht da so, als wäre das ab und zu halt mal so ein Ding. Ja, manchmal ist die Zeit halt verlangsamt, man kennt ihn. Ja. Fürs Ausweichen und Stürmen. Minus 20 Ausdauerkosten. Schaltet die Fähigkeit Stürmen frei. Ja, geil, oder? Sind wir ein bisschen dashier, das spüre ich schon. Und was schalten wir jetzt frei, wenn wir hier nochmal reinskillen? Nochmal minus 20%, oder? Ja, dann rein da. Stark. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aha. Oh yeah. Ja, und kostet gar nicht mal so viel Ausdauer. Kann man gut durchstürmen. Rein da. Jackie, wo geht's lang? Ach so. Jackie, nicht so der Freund von Türen öffnen, ha? Willefeo, das Fleisch. Ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Was haben wir da? Gibt's keinen anderen Weg. Erschließen. Ja, ist besser, wenn der geschlossen ist. Ja, nicht, dass wir hier auf irgendwelchen Kameraaufnahmen drauf sind oder so. Haben wir uns hier ein paar Eids, eine kleine Klettergeschichte. Komm ich da hoch? Ja, okay. Stark, guck mal. Na, wie sieht's aus, Jackie? Was haben wir hier? Nehme ich alles mit. Ganz klare Sache. Rein da. Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los! Jo, was geht denn jetzt hier ab? Was ist das? Aha. Ja, ja, nehme ich alles mit, ist ja klar. Ich sehe hier sehr, sehr wenig, aber das ist okay. Wir kommen hier durch, Leute. Aha, den habe ich. Chill. Erstmal werden die alle gehackt. Was hältst du davon? Was haben wir da? Eine Cam. Na, machen wir mal ein Ableckungsmanöver hier, ha? Huh? Ach, wir gehen rein. Rein da. Ja, rein da, Junge. Wir schlitzen da durch. Wer doch gelacht. Die Cam hat uns drin. Wo mehr Gegner? Okay, ich sehe sie. Hier lang. Mhm. Glaubst du, gell? Ja, ja, nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Wo ist der Nächste? Da drin irgendwo. Wie komme ich da rein? Mhm. Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Der echt nicht, gell? Den hat er stecken. Eine Cyberware-Störung. Knallen uns mal ein X rein, oder? Dinge, die man halt mitnimmt. Von wo schießt er auf die? Zerlegt sie! Ja, genau. Okay, den haben wir weggeschnitten. Hier kann ich nicht vorbei. Doch, hier kann ich vorbei. Stark, wir müssen noch da hoch. Du kommst hier nicht hin.
Weg mit euch, weg mit euch. Mhm. Knallen wir uns nochmal was rein. 4 Street Cred, easy. Wir sind viele Camps unterwegs. Chill mal, Jackie, wir müssen hier noch ein bisschen durchlooten, würde ich behaupten. Shinobi 2, Fertigkeiten öffnen, let's go. Ja, ja, chillt mal, erstmal wird gelootet. Wo sind die Xe? Hier ist eins. Der wird leer gelootet und da oben war noch eins, gell? Hier, guck mal. Lass mal nichts zurück. Sowas gibt's nicht bei mir. So, hier noch eine Gun. Was haben wir hier noch? Nehmen wir auch mit. Ah, die Guns lagen jetzt wahrscheinlich immer neben denen, gell? Aber okay, dann sind ein paar eben dabei, die wir nicht mitnehmen. Feuerlöscher. Ah. Was ist da für ein grünes X? Ja, ja, chill mal, ist doch, ne? Wenn uns die Camps entdecken, jetzt nicht so wild. Wo ist hier dieses grüne X? Genau, stark. Okay. Standort wird rückverfolgt. Das ist natürlich schlecht für uns, oder? Ne, vielleicht wäre der Sneak, wir sind schneller, schon doch gar nicht so uncool, gell? Hier im Blick. Vorsichtig. Was macht diese Linie mit mir? Die tracken mich, oder? Achtung, wir sehen uns sonst. Ja, wo Gegner? Oh, Junge, da ist er. Hm? Hm, weg mit ihm. Er trackt. Den wollen wir nicht da haben. Chill mal, ihr seid dran. Und zwar alle. Passt auf, den Quick hack ich. Und rein da. Oh damn. Oh damn. Mhm. Ich blute halt echt ein bisschen. Das kann nicht angehen. Stark, stark und rein da. Easy, durchgeskatet. Na, let's go. Mehr mitnehmen, mehr looten. Aha, und das Bein ist ab und der Arm ist ab. Wisst ihr, wie ich meine? Lass ich mich nicht lumpen. So, wo waren die Gegner? Hier liegt noch einer, genau. Nehm mal mit. Wo ist deine Waffe? Aha, unter dir. Ja, nehme ich trotzdem mit. Haben wir hier noch jemanden? Naja, irgendwas shootet, glaube ich, bald auf mich. Smartwaffen, ja, ist geil, lese ich mir später durch. Hier, der hat irgendwas Grünes dabei. Dem wurde gut der Torso zersäbelt. Ja, hier geht eine gute Geräuschkulisse, ha? Es ist schon, ich muss sagen, ich habe gerade auch ein bisschen Herzrasen, aber ich lieb's. Ich lieb's. Ist richtig gut. So habe ich mir das erträumt. Richtiger Ninja sein, da durchgehen mit dem Katana, Alter. Ich weiß nicht, entkomme aus All Foods. Ich würde die schon gerne alle wegschneiden, weißt du, wie ich meine? Die geben doch EP, lass die doch einfach mitnehmen. Das ist doch kein Thema. So, guck mal hier, wie sieht's aus? Der Feind schläft nicht. Ja, da hast du vollkommen recht. Komm, wir müssen nur noch hier rüber zu der Tür. Kommst du mit, Jackie? Komm ran, wird gut. Mehr Munition, nehmen wir mit. Braucht man nicht, aber können wir bestimmt verkaufen. Hey, Kameras. Wo? Ja, da vorne ist eine, da hast du recht. Ausschalten. Ja, easy für uns, gar kein Thema. Komm schon, zeig deine hübsche Visage. Zeitverschwendung. Achtung, wie? Hier sind Kameras. Mhm. Der wird weggeschnitten, Junge. Alles muss man selber machen. Ja, ja, ist okay. Optik Neustart. Da kommt einer. Weg mit dir. Oh, oh, damn. Ah, die haben meine Optik neu gestartet. Von wo? Von da oben. Aha, jetzt sehe ich ihn immerhin. Das ist meine Granny. Oh du, ne?
Komm doch raus. Oh, er ist ja hier. Zeit für ein bisschen Spaß. Natürlich hat mir genau eine Kugel gefehlt. Oh nee, das war nicht X, das war C. Goddammit, da muss ich ein bisschen akkurater werden. Vor allem ohne hinzugucken wäre gut, gell? Wir gehen rein, oder? Nein! Doch, du bist getötet. So sieht sie nicht aus. Okay, müssen wir erstmal wieder looten hier. Das stimmt. Jackie, du hast es, oder? Ich loot hier noch ein bisschen. Jackie hat es im Griff, da bin ich guter Dinge. Dreckige Penner. Naja, gell, die haben mal gut nackig gemacht, finde ich, bis jetzt. Läuft das super gut, hey. Wir sind zwar nicht wirklich stealthy, aber wir treten den halt mitten in die Fresse. Das waren wohl alle. Erstmal schon, scheinbar. Er macht bloß keinen Scheiß. Da hat gleich meine Optik neu gestartet. So lange sollte ich mich in Deckung begeben. Wieder diesen Flash, oder? Ja, knallen wir uns dabei mal eine Heilung rein. Ja, komm. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Die werden dich nicht wiedererkennen. Die werden dich nicht wiedererkennen. Fleischwunde! Ja, eine Fleischwunde, das war eine ordentliche. Weg mit euch. Dreckige Penner. Ja, eben, gell. Erstmal einen reinknallen. Dreckige Penner. Sollten wir schon so oft nutzen, wie es eben geht. So, jetzt habe ich da drüben aber noch ein paar verpasst. Chill mal, die muss ich noch schnell holen. Hast du ja auch was weggeschnitten, Jackie? Stark. Alter, Leute, ist das ein gottloser Heist hier. Ist ja todesnice. Junge, wie viel Bock macht dieses Spiel denn? Okay, und du hier noch, gell? Nee, da hinten noch. Naja, ich hole euch alle ab und mache euch leer. Kopf ist ab, oder wie? Guck mal, da geht noch ein bisschen Munition. Jackie, wir machen die komplett leer. Na? Die werden sich von unserem Heist werden die sich finanziell nie wieder erholen. Wie kam Jackie da jetzt hin? Ich dachte schon, er wäre ein Gegner. Ja, nehme ich alles mit. Okay, klasse, haben wir das. Entdecken die uns. Ist doch egal, ob die uns entdecken. Wir schneiden die, na, längs und quer durch. Das ist uns doch, Wayne. Was haben wir da? Aha, Ablenkungsmanöver, irgendwelche Cams. Scan mal erstmal alles ein hier. Die schalt mal aus, komm. Die nervt ein bisschen. Saubere Nummer. Danke, Mann. Das ist ganz normal für mich. Also, unser Dash ist schon ziemlich cool. Ich muss noch ein bisschen cooler lernen, mit dem umzugehen, aber ansonsten, ich feiere den so von der Wirkungsweise her auf jeden Fall schon mal immens. Das waren wohl alle. Ich darf sogar im Sneak dashen. Ich kack im Viereck. Wie geil ist das denn? Das waren erstmal alle. Da hast du vollkommen recht. Allerdings verbirgt sich hier bestimmt noch ein bisschen Loot, weißt du? Gut, dass du mich hast, Jackie. Ich räume die komplett aus. Okay, hier geht wohl erstmal nichts mehr. Shinobi, gelevelt, ha? Ganz klare Sache. Dann rein da, guck mal. Ja, gell. Okay, erstmal scannen wir rein. Genau, was haben wir denn da? Irgendeine Karre. Können wir da ein Ablenkungsmanöver starten? Ziehen wir durch. Okay. Jetzt lass uns hier verschwinden. Ich seh mich nach Frischluft. Junge, machen wir die nackig. Ja, let's go. Lass durchgehen. Komm hier, schon. Ne? Ja. Lass uns verschwinden. Du verstehst meine Prinzipien noch nicht ganz. Na? Looten und leveln. Oh, Leute, was sagt man dazu? Der Arm. Der ist ab. Okay, was haben wir hier noch? Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Oho, seht ihr mal, da geht noch ordentlich was hier, ha? Ja, Kategorie 1 Komponenten, ne, nehme ich mit, das ist ja vollkommen klar. So, erstmal. Oh.
Was geht hier? Natürlich geht hier was, ist ja klar. Schaut mal, und was da geht. Die Rückkehr von irgendwas, da noch was zu snacken, oder? Nicola Fire, let's go. Was haben wir hier? Klar, nehmen wir mit. Aha, stark, okay. Ja dann, erstmal nichts wie weg hier, ha? Ja, lief doch gut. Jackie, ich finde, ne? Das war... Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst, aber ich würde sagen, all in all lief das doch klasse. Jackie, bist du da anderer Meinung oder wie sieht's aus? Was haben wir hier? Kein Betteln, keine Schulden, keine Konzernschrauben. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Ganz genau. Sehe ich genauso. Da ist was dran. Hey, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. Ey, kein Thema. Ich hoffe, du hast gesehen, wie ich da durchgeschnitten hab. Na, da ist kein Auge trocken geblieben und kaum ein Arm dran. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Pass auf, pass auf. Und des brüderlichen Hasses. Ach so, für ihn aber halten die an. Mich fahren die mal einfach um. Und damit umzugehen, weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Was jetzt? Du bist ein echter Optimist. Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden. What a big way. Was jetzt? Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Hattest du Angst? Hattest du Schiss, dass wir die Sache nicht überleben würden? Nee. Über sowas denke ich nicht nach. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Ich wünsch dir was. Hau rein, gell? Ja. Dex, du die Chance bist dann. Wie sieht's aus, Miss V? Ich hab den Flathead. Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast was drauf, Miss V. Es kann losgehen. Was jetzt? Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Alles klar. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. Schade, da komme ich gar nicht hoch. Da wäre ich gerne mal hoch. So ein bisschen mehr auf den Dächern unterwegs. Fände ich übel chillig eigentlich. Level up. Stark. Erstmal ein bisschen skillen, oder? Ey, lief doch Hammer. Und diese Shinobi-Geschichten, da müssen wir jetzt auch mal nachgucken, was da eigentlich abgeht. Ne? Hier, Coolness. Eins reinskillen, dann kriegen wir da den neuen Baum, oder? Eben, genau. Und solche Sachen will ich sehen. Fokus. Betrifft nur Pistolen, Revolver, ist uns egal. Skorpionsstachel. Minus 15 Rückkehrzeit für Wurfwaffen. Kritische Treffer, Kopfschüsse und Treffer auf Schwachstellen mit Wurfwaffen verursachen 5 Sekunden lang Vergiften. Dope. Sehr dope. Aber wir haben halt noch keine Wurfwaffe. Ah? Auf Katzenpfoten. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal das erste Mal rein, oder? Ninjutsu. Bewegungstempo beim Ducken. Chance auf Schadensminimierung. Level 3. Geduckt zu sprinten? No shit. Ja, da müssen wir natürlich hin. Ja, dann rein hier. Okay, und was haben wir jetzt da? Toter Winkel. Beim Ducken, je höher deine Chance auf Schadensminderung, desto länger brauchen Gegner, um dich zu entdecken. Okay. 20% auf Schadensminderung, wenn du dich duckst und dich nicht bewegst. 20% auf Schadensminderung, wenn du aus der Deckung herauszielst. Das ist uns alles egal. Ja, wir sprinten ja durch und knallen rein. Das ist ja eher so unser Ding. Okay, ja, dann haben wir den hier drin, oder? Und ich glaube, Vorteilspunkt haben wir jetzt schon wieder gar keinen mehr. Dann würde ich jetzt gerne wissen, wo ist denn unsere...
unsere Shinobi und so Geschichten. Wo ist das? Journal, Karte, Character. Das müsste doch bei Character irgendwo sein. Fertigkeitsfortschritt. Mhm, Shinobi auf 4 und Assassine auf 4. Seht ihr mal. Und auf 5 kriege ich da was. Verringert Sichtbarkeit für Gegner um 10% stark. Erhöht Bewegungstempo um 5. Let's go. Okay, das heißt, wir müssen viel dashen. Denn dafür kriege ich Shinobi. Ja, wir dashen jetzt immer durchs Leben. Oh Mann, ja, dann holen wir mal unsere Karre, oder? Okay, wie? Ja, den will ich haben. Hella, Ratten fangen. Wo ist er? Das check ich noch nicht ganz. Okay, nochmal. V. Ich möchte den haben, ja. Und wo ist das jetzt? Geht das manchmal einfach nicht? Oder check ich irgendwas nicht? Nach dem Hüpfen sprinte ich nicht mehr. Ah doch, okay, gut. Was haben wir hier? Ah, Quick-Reise, oder? Schnellreise. Schnellreise finde ich, bin ich nicht so der Fan davon. Ich reise mal lieber so durch die Stadt. Man will ja auch was sehen von dem Game, oder? Ich meine, schaut euch doch an, wie es aussieht. Klar will ich davon was sehen. Also, jetzt probiere ich es nochmal. Ah, hier, das will ich wählen. Ich drücke F für bestätigen. Und wo ist das jetzt? Wo ist jetzt mein Auto? Hä? Was mache ich hier falsch? Fahrzeug rufen. Ich raff's nicht. Und darf ich mir hier einfach eine Karre nehmen auch? Naja, wir rennen mal ein Stück. Einfach von hier weg. Wir sind gerade auf so einer Brücke. Vielleicht klappt's woanders ein bisschen besser. Na? Wer weiß. Könnte ja sein. Ich finde echt, wir stellen uns bis jetzt, also, ne? Ich stelle mich bis jetzt ganz gut an. Gefällt mir. Eingehender Anruf. Typ mit dem Schwanzproblem. Ah. Ich bin's. Der Typ mit... Ja. Du weißt schon. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Stark. Geht's dir gut? Und? Konnten sie dein... dein Teil, du weißt schon, retten? So gut sie konnten und wenigstens sind die Schmerzen weg. Egal. Sobald alles verheilt ist, besorge ich mir ein besseres Modell. Okay. Mal ehrlich, warum? Warum tust du dir das an? Soll das eine Scherzfrage sein? Warum besorgt sich irgendwer ein Mr. Stud? Damit es im Original nicht spritzt? Vergiss es. Wir hören uns. Alles klar, ja, ne? Stark. Ganz schön freundlich. Hätte nicht gedacht, dass er seine Sachen einfach zurückzahlt. Hätte eher gedacht, wir müssen da dann hin, dem irgendwie wieder, ne? Noch mehr nehmen an seinem besten Teil oder so und dann vielleicht kriegen wir irgendwas. So hätte ich mir das jetzt eher erträumt. Aber es gibt auch coole Leute. Ich verstehe. Aha, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Na, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wie komme ich da jetzt gut runter? Da hinten vielleicht, oder? Ja, vielleicht kann ich deswegen mein Auto hier nicht herrufen, weil das nicht ganz eine Straße ist irgendwie, oder? So ein bisschen Nicht-Straßen-Vibes. Was? Das macht ja kaum Damage, Alter. Das war eine easy... Was sind das? 6 Meter? 8? Ja, du, lässig. Hä? Moin. Na, wie ist es? Mon Papa le anglais. Ja, genau. Finde ich auch. Naja, dann rennen wir mal da runter auf die Straße. Vielleicht dürfen wir da ja wieder unser Car rufen. Das wäre doch lässig, oder? Was geht hier ab? Was könnt ihr? Moschmosch! Moschmosch! Das ist ein bisschen scheiße gerade. Kono, Jaro! Mada! Oh, goodness, du bist ja direkt hier. Der Kopf ist ab.
Baka Yaro! Kono Yaro! Upsa! Tja, Freunde, nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Leute. Okay, kleiner Überfall. Da haben wir einiges abgetrennt hier. Sollten sich nicht mit Peabody Williams anlegen. Da sieht's ganz schlecht aus für die Leute, wie viel Action diese Episode geht. Kampfgadgets ausrüsten. Ja, lese ich mich später in alles rein. Na, jetzt wird hier erstmal... ich würde sagen, MVP war... dieser Container. Oder? Ohne den hätten wir es nicht gepackt. Da muss man mal fair sein hier. Der Container, der hat schon gut gerockt. Also, das ist eine ganz klare Sache. Ja, Freunde, weiß ich jetzt nicht, ne? Müsst ihr euch überlegen nächstes Mal vielleicht, ob ihr mit Peabody Williams Stress wollt oder eben nicht. Ne? Würde mal behaupten, Stand jetzt können wir es nicht unbedingt empfehlen, oder? So, was hast du noch? Als ob da nicht noch eine Waffe rumliegt oder so, oder? Nachricht lesen. Neuer Splitter, archiviertes Gespräch, Koichi. Ja, die Splitter müssen wir auch mal bald wieder ein bisschen durchlesen. Assassine haben wir auch ein bisschen was bekommen. Shinobi haben wir ordentlich was bekommen. Stufe 5. Z, öffnen, Junge. Ah, ist jetzt schon drin. Okay, schaltet sich automatisch frei, wenn man dieses Level hat. Stark, oder? Erhöhtes Bewegungstempo 5%, das ist gestört. Na, das wird uns so zugutekommen, früher oder später. Wir sind schneller beim Gegner und können schneller reinschlitzen. Das ist genau das, was wir brauchen. Sind wir mal ehrlich hier. Okay, klasse. So, jetzt rufe ich aber mein Auto auch. Feindlicher Bereich. Okay, Gebiet feindlich. Ja, begib dich zum, was? Afterlife. Ja, das wollte ich ja auch machen. Ich hoffe, dass ich von hier mal mein Auto rufen darf jetzt. Okay, also. Wie? Gedrückt halten. Dann F. Bro, warum darf ich denn mein Auto nicht rufen? Was? Hä? Gibt's da einen Cooldown? Oder... genau, das will ich rufen. Fahrzeug rufen. Das Feature Fahrzeug rufen befindet sich derzeit in der Beta. Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug gewisse Hindernisse, darunter auch Menschen, eventuell nicht entdeckt. Sie sind bei der Benutzung dieses Features für ihr Fahrzeug verantwortlich. Ah. Ach so, das befindet sich noch in der Beta. Ja, das macht natürlich Sinn, hä? Na dann müssen wir hier schnell ein Auto nehmen, oder? Ach, das ist jetzt halt auch blöd. Kriegen wir direkt richtig Stress, da bin ich mir sicher. Ja, dann racen wir da ein bisschen hin. Geht auf dem Weg bestimmt noch mal ein bisschen was ab. Ja, bin ich gespannt, wann Fahrzeugrufen aus der Beta rauskommt, weil ich würde sagen, das ist schon eine ziemlich nice Funktion. In dem Fall macht es bestimmt Sinn, das einfach an verschiedenen Orten immer wieder mal zu testen, oder? Kann ich mir jetzt gut vorstellen an der Stelle. Das ist doch ein geiler Schlitten eigentlich, oder? Kontrolle übernehmen. Seht ihr mal, da sind wir beim Hacken nicht gut genug. Das ist aber nicht wild, sowas kann alles noch kommen. Ja. Wir haben die Kohle aufgespürt. Cool, dass hier auch Japanese gesprochen wird. Das finde ich sehr stark im Übrigen. Ich habe durchaus sehr viel für sehr, sehr viel der japanischen Kultur übrig. Gerade wenn es um Hervorbringungen wie Manga und Anime geht, bin ich außerordentlich dabei. Ja, das ist ganz klar an der Stelle. Probieren es hier nochmal. Ja, okay, weiß ich nicht, wie das mit dem Fahrzeugrufen so bis jetzt funktioniert. Eher schlecht als recht, oder? Kann man leider nicht anders sagen. War ich hier nicht schon mal? Aber wir reden hier von Bergen an Geld. Weiß ich ja nicht. Okay, gucken wir mal, dass wir da einigermaßen Luftlinie hinkommen, oder? Oh, da sollte ich vielleicht nicht drüber springen. Da geht's dahinter ganz schön tief runter. Und das sind mehr als 8 Meter, ja. Das hätte wie bestimmt ein bisschen wehgetan. Okay, Leute, na, wie ist es? Ups, ja, sorry, tut mir leid. Was haben wir denn hier? Ja, nehme ich mit. Ich darf hier einfach alles in jeder Welt überall einfach looten, oder? Moin. Sollen wir uns hier mal einen Drink gönnen? Dürfen wir nicht. Was können wir uns hier gönnen? Big. Big. Was geht da? Burrito. Stark. Burrito XXL. Na, haben wir uns gegönnt. Ganz klare Sache, erstmal Burrito rausgelassen. Können wir schwimmen? Schwimmen. Unter Wasser? Cool. Ja, schwimmen verbraucht Sauerstoff, das, ne, stimmt gewissermaßen. Ohne Luftzufuhr erstickst du ja. Ja, alles gut. War jetzt ja nicht lange unter Wasser hier.
Alles klar, ne? Gucken wir uns die Geschichte mal weiter an. Also ich muss schon sagen, Night City gefällt mir außerordentlich gut. Sehr abwechslungsreich auch einfach bis jetzt, oder? Ich würde sagen, gerade sind wir irgendwie so ein bisschen außerhalb der Stadt. Kann das sein? Versuchen es hier nochmal. Und? Zack. Kein Auto möglich. Okay, sehr schade. NCPD ist da am Start. Night City Police Department. Die sind beide krass. Was können die? Netrunner. Mhm. Ja, die scheinen ziemlich crazy zu sein. Was haben die da noch? Wyvern-Drohne. Crazy. Verrückt. Dann gehen wir mal weiter hier. Ja, wäre schon cool, ein Auto zu haben. Aber ich hoffe jetzt, gell, müsst mir gerne mal da lassen, wie ihr es so findet. Also klar, das Feature ist gerade in der Beta. Ich bin echt nicht ganz so der Schnellreise-Fan. Ich finde, man nimmt sich da gerade bei so einem Banger wie Cyberpunk gewissermaßen die Möglichkeit, einfach mehr Spielzeit zu haben. Obergeschoss, na, fahren wir mal hoch. Oder? Also ich bin jetzt unterwegs, wir haben doch hier mega Fun, schlitzen bei Gelegenheit ab und zu mal was auf und so. Das ist doch cool. Also ich persönlich habe an sowas sehr viel Spaß. Wenn ihr sagt, ey P, klar, wenn du unterwegs ein bisschen was schlitzt oder ein paar Dinge entdeckst, ist das cool. Hier und da für den Spielfluss natürlich auch schön, wenn du einfach mal irgendwo hinfährst. Würde ich ja auch tun. Aber wenn es nicht klappt, würde ich trotzdem, glaube ich, in den meisten Fällen von der Schnellreise absehen. Ich finde es einfach lässig, wenn man mal so ein bisschen durch die Stadt rennt auch, oder? Ich meine, wir sehen hier einiges. Sieht auch einfach alles extrem geil aus. Also gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wait X, Wait X. Das ist ja süß. So eins will ich. Wann darf ich? Weißt du, wie das hier läuft? Muss ich hier irgendwas drücken, oder? Walk X Walk. Naja, ist normal für uns. Könnt ihr das alle auch, oder bin ich besonders cool? Was machen die? Rowdy, Rowdy, Rowdy. Sollen wir da reinschlitzen? Sag mir, was sagt die Map da? Wir haben doch hier was eingeblendet bekommen. Das waren irgendwie so drei Kacheln, hätte ich jetzt gesagt, oder? Moin. Na, wie ist es bei euch? Ihr wollt kein Beef? Ich hätte jetzt irgendwie stark damit gerechnet, dass ihr Beef wollt. Weil ihr auch so angezeigt werdet mit diesem Pfeil oben drüber. F packen. Ja, pf, weiß ich jetzt nicht. Will dann auch nicht einfach irgendwie jeden aufschlitzen, der hier einfach nur lebt. Finde ich dann irgendwo auch ein bisschen extrem, weiß ich nicht. Kawaii ne. Yosh, ja, usuro. Muss nicht sein. Was ist hier? Du willst also Schläge, ha? Damit! Damit! Und der Arm ist ab. Okay, ja, sorry, aber die wollten jetzt halt Stress, oder? Da macht's NCPD, macht da irgendwie nix, oder? Da habe ich doch gerade eben noch jemanden von NCPD laufen sehen. Hier, guck mal, ich nehme eure Sachen mit. Die haben halt gesagt, wir sind süß und ja, wir haben die dann halt weggeschnitten, oder? Ich glaube, so macht man das in Night City. Ich bin noch nicht so mit den Gepflogenheiten vertraut. Die stehle ich jetzt ja nicht, weil, ne? Besitzer leben ja nicht mehr. Wir nehmen die hier, die hat einen coolen Sitz. Okay, let's go. Ja, müssen hier die Treppe hoch. Darf ich das? Das darf ich. Cool, guck mal. Ja, oh, oh, oh. Uiuiui, ui, ui, ja. Motorrad, nicht ganz so mein Game eigentlich, aber kriege ich auch noch hin. Weiß ja nicht. Okay, hier bin ich falsch. Das ist aber nicht mein Auto da, oder? Zum Glück nicht. Ja, zieht aber gut, oder? Wie wir uns hier durch die Stadt schneiden, gell? Einer nach dem anderen, das ist schon eine Frechheit. Junge, bläst das durch, das Teil. Stark, wo? Wo hier? Da, hier. Stark. Und, gehört die Karre jetzt mir, oder wie ist es? Das Bike meine ich natürlich. Sprich mit Jackie. Wie viel haben wir denn? Ja, dann würde ich sagen, schieben wir das auf die nächste Episode, oder? Lief doch super. Also, ich würde sagen, wir hatten Spaß, wir sind cool durch die City gekurvt, hatten ein paar Schlägereien, haben gut gelevelt.
Genau so erträume ich mir das Leben, Alter. Ultra stark. Ich wünsche euch was, Leute. Liebe geht raus. Checkt gerne mal den Discord und Twitch ab. Da zocken wir gerade RimWorld, falls irgendjemand, der Cyberpunk cool findet, auch RimWorld cool findet, obwohl es schon sehr verschiedene Genres sind. Aber whatsoever. Ich habe euch informiert. Ich wünsche euch was. Liebe geht raus. Euer P. Ade. Hey.